Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Ja, ich habe schon lange keine Portal-Sachen mehr gemacht, deswegen kommt jetzt Portal Story Smell. Nee, das haben wir ja schon gemacht. Jetzt kommt Aperture Tag. Und das ist... hat eher weniger mit Portalen zu tun. Aber mit einer... mit einer Portal 2 Innovation. Und das Ganze wollen wir natürlich machen. Die Community-Testkammern hatte ich ja schon mal ein Projekt mit dem German Comment Gamer. An der Stelle mal liebe Grüße. Ja. So, wir wollen jetzt hier erstmal laden. Eugenio Montanum Roman. Aperture Tag. Harry Callaghan. Annemieke Erkes, Grüße an der Stelle, die kennen wir doch von unserem Interview und von Portal Story Smell. Hello and welcome to the Paint Gun Testing Initiative. You have been in hibernation for 9999. That doesn't seem right. Well, it doesn't really matter. Please leave the restroom whenever you are ready. I know that bed might look comfy. Oh! Much to do, so please exit your room. Das war geplant anfangs für Portal 2 unter der Mechanik F-Stop, wurde aber schnell wieder verworfen. I don't even know why they even bother giving you a bed. They will drag the test subjects into the stasis chambers anyways. Ich will eine Citranium. Ich will Citranium. Oh. The human body loses some of its strength. So, before we get to the paint gun testing, we should do some warm-up testing. Don't worry, nothing too difficult. Nothing too difficult. Testing hasn't officially begun yet, so we're free to talk without anyone listening in on us. But your profile says you're not an early bird, so I understand if you don't want to talk at the moment. Da ist ein Portal. Da kann man gar nicht runterfallen. Schade. Aber hier kann man runterfallen. Ach, da ist ein Cube. Den stellen wir hier drauf. So, das war das erste Level. Vielleicht sollte ich mal kurz gucken. Texteinblendung, nur Untertitel, Musiklautstärke. So. Dann verstehen nämlich auch nur die, die nur Deutsch können, auch mal was von Portal. Man kann die immer dann retten, wenn man die nochmal kurz wieder aufstellt. So, dann stellen wir den nochmal. Kann ich die anzünden? Tatsache. Angezündet und explodiert.
ich habe eine... Ja. Am besten ist, ich mache euch keinen vor. Ich kenne diese... Ich kenne den Mod. Auswendig kann ich ihn nicht. Ich mag diese Röhrensysteme aus Portal 2. Okay, I know you're wondering what you are holding. Don't worry, it'll all make sense as we progress. Let me see. There. Okay, just go through the door now. Alright, why don't you try firing? Und zwar, Aperture Tech hat etwas zu tun mit den Gelen aus Portal 2. Und zwar haben wir keine Portal Gun, sondern eine Paint Gun, mit der wir die Gele schießen. Interessant, was da unten so abgeht. So. You solved that really fast. Now, this next chamber should offer more of a challenge for us. So, hier können wir hochspringen. Well, very good. Nice. Okay, maybe it's time to introduce myself. I'm Nigel, and I will be your testing associate for this testing track. Glad to meet you. To test subject name here. Guess you forgot to fill that in. Okay. In case you haven't noticed yet, that green field, the Aperture Science Paint Gun Activation Field, also known as Fizzler, will activate and deactivate your paint gun. So, das hier sind eigentlich relativ... Ich finde Aperture Tech, finde ich eigentlich als Mod ganz cool. Gibt's auf Steam, kostet 5 Euro. Und hat eine nicht-lineare Story und also was. Und macht immer wieder Spaß. Und wie viele wissen, ich liebe Portal und das Portal-Universum. Und ich will alles spielen, was es mit Portal gibt. Und deswegen mache ich jetzt auch endlich Aperture Tag. Zumal ich meinen Kanal ja nicht nur auf Simulatoren ausbauen will, sondern auch generell auf alles. Moment. Ach so, ja. So. Und bam. I realize that painting is all good and fun, but cleaning that stuff up is horribly expensive. So just please only spray where you think is necessary. Our Aperture Science Sentient Washing Servos will thank you. Okay. Ich liebe diesen Mod einfach. Now this is the Advanced Jumping Training Course. It will teach you, ideally, how to navigate through future test chambers. So. Auch der Soundtrack ist genial. Wieder von Harry Callaghan gemacht. Beziehungsweise diesen Mod gibt es eigentlich schon länger als Portal Stories Mel. Wobei Portal Stories Mel früher angefangen wurde.
und dann aber einfach eine längere Zeit gebraucht hat. Aperture Tag dauert auch nicht so lange wie Portal Story Smell und die Rätsel sind im Vergleich zu Portal Story Smell relativ einfach. Oh, ist das knapp. So. Und wir müssen nochmal rüber. So. Nicely done. I love that final jump. Looks really fun. Sometimes I wish I had legs so I could do what you do, but then I remember the other things we do to test subjects. I probably shouldn't have said that. Don't worry, I'm sure you'll be fine. Statt da irgendwas mit Neurotoxin? Also GLaDOS begegnen wir hier nicht. Look at this. I just looked at the documentation for these big monitors. Let me show you myself. Sweet, isn't it? Now you can look at me. So it's not as creepy knowing you're being watched, cause you can watch me too. How cool is that? Oh, the door. Let me get that for you. So. And the song. Good luck. So, der erste richtige Test. Und direkt verkackt. Okay. Fuck, was war das? Nochmal verschissen. Ab der zweiten Folge wird es dann auch wahrscheinlich wieder 60 FPS in dem Projekt geben. Ich sollte aufpassen, wie ich springe. Das wäre durchaus sinnvoll. So. So. So, dann hatte ich mal kurz einen Nieseanfall. So, und jetzt muss ich hier erstmal wieder den Cube wegmachen. Gut, damit wären wir tot. Ja, und ich sag, dieser Mod ist nicht schwer.
So. Puh, das war knapp. Hey, ich erreiche sogar den Platz hier. Oh. Ein Easter Egg. Und das Easter und meine Neugier hat mich umgebracht. Aber wir sind hier oben. Das ist zumindest schon mal ganz gut. Und zack, komme ich jetzt darüber? Ja. What do you see? So, ich glaube, das ging so. Und dann musste ich mir den Cube jetzt holen. Tatsache. Ich hatte es jetzt gar nicht mehr in Erinnerung. Ah, scheiße. Und ich sag, dieser Mod ist nicht schwer. Und wir haben nur noch 3 Minuten. Aber komm, dieses Mal lösen wir's. Komm, dieses Mal lösen wir's. So. So. Oh, yes. Und jetzt muss ich gleich nur noch den Cube da wieder wegschießen. Komm schon, geh ins Wasser. Yes, jetzt wird der nämlich darauf gesetzt und die Tür ist offen. Und ich werde an dieser Stelle mal die erste Folge beenden. Und ab Folge 2 gibt es 60 FPS und ich werde alle Ladeszenen rausschneiden. Wahrscheinlich... Vielleicht, da komme ich nicht hin, ne? Nein. Gut. Und ich würde sagen, bis dahin und bye bye.